Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott bei einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Vor einigen Tagen wurden die Salvus-Zertifikate übergeben. Wir stellen Ihnen heute einige zertifizierte Betriebe aus dem Ländle vor. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht immer öfter im Fokus der Vallberger Wirtschaftstreibenden. Um diese Tätigkeiten auch dementsprechend zu würdigen, hat das Land Vallberg gemeinsam mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der Vallberger Gebietskrankenkasse das Gesundheitsgütesiegel Salvus ins Leben gerufen. Beim Salvus kommt es darauf an, dass Gesundheitsförderungsmaßnahmen gesetzt werden, und zwar nicht nur auf der Verhaltensebene. Also das heißt Verhaltensebene, es geht nicht nur darum, dass man die Initiative für Gesundheit stärkt bei den Mitarbeiterinnen, sondern es geht vor allem darum, gesunde Rahmenbedingungen im Unternehmen zu gestalten. Insgesamt 6 Betriebe konnten sich in diesem Jahr über die Erstzertifizierung freuen. Der Salvus in Gold ging zum Beispiel an die Offset-Druckerei in Schwarzach. Ausgezeichnet wurden dabei verschiedenste Aktivitäten zum Wohle des Personals. Wir haben ganz viele Maßnahmen, sprich, da kann ich glaube ich gerne drauf hingehen. Zwar, wo wir jetzt vielleicht noch näheres beschrieben, das wäre unsere Kantine. Wir haben eine hauseigene Kantine, da wird ohne Geschmacksverstärker gekocht. Zusätzlich haben wir ein Vitalmenü, wo jeden Tag angeboten wird. Wir haben eine frische Salattheke, wo die Mitarbeiter jeden Tag Salat holen können. Also wir schauen, dass unsere Mitarbeiter da wirklich etwas Gutes kriegen. Und das wird von Unternehmen gefördert, dass Mitarbeiter zu einem guten Preis dieses Menü konsumieren können. Dort haben wir noch unsere E-Bike-Aktion, das haben wir jetzt für das zweite Jahr, wo wir die E-Bikes fördern und zu einem guten Preis an unsere Mitarbeiterinnen wirklich weitergehen können. Wir schauen, dass die Mobilität da wirklich gefördert wird, dass sie Bewegung haben und diese Eigenverantwortung zu stärken für unsere Mitarbeiter. Um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Im Endeffekt ist es gerade bei den Patienten um die Nachhaltigkeit, aber auch bei den Mitarbeitern hier wirklich zum Schauen, Arbeitsbedingungen zum Schaffen, die gut für die Mitarbeiter, aber natürlich auch gut fürs Unternehmen sind, um auch gute Stabilität hier im Unternehmen zu bewirken. Das Praxisteam Dr. Sebald durfte sich ebenso über einen Salvus in Gold freuen wie die Pädagogische Hochschule Vorarlberg. Ja, es ist eine Anerkennung. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Betrieb Ressourcen für das in die Hand nimmt. Und ja, es ist vielleicht auch eine kleine Außenwirkung, dass man sichtbar macht. Und das, vielleicht hat es ja auch wie eine Multiplikatorenwirkung, dass man sieht, okay, da passiert was und andere möchten dann in dem Bereich auch aktiv werden. Das aktuelle Gesundheitsgütesiegel Salvus gilt nun für die Jahre 2017 und 2018 und stellt den zertifizierten Unternehmen ein erstklassiges Zeugnis im Umgang mit der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. In weiterer Zukunft hoffen die Initiatoren auf eine noch größere Teilnehmerzahl. Ganz eine tolle Sache, dass so viele Betriebe mitgemacht haben, das ist wirklich sehr erfreulich und das ist auch die Zukunft. Wir wollen hier positiv aufzeigen, dass eben Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung Platz greifen muss, dass Gesundheitsbewusstsein, Körperbewusstsein eigentlich eine coole Sache ist. Das ist nicht etwas mit dem Zeigefinger, wo man sagt, ihr müsst jetzt unbedingt gesünder leben, sondern wir wollen mit Salvus aufzeigen, dass es eben Spaß macht, gesünder zu leben und dass es eben auch angenehm ist, wenn man einfach einen gesünderen Lebensstil pflegt. Salvus ist eigentlich dazu geschaffen worden, dass wir positive Beispiele vor den Vorhang holen. Und das ist geschehen. Wir haben sehr, sehr viele Betriebe, die mitgemacht haben. Und die sollen eben aufzeigen, dass es sich auch für die Wirtschaft lohnt, für das Thema Gesundheitsbewusstsein aktiv zu werden. Das ist ein Thema für die Zukunft. Früher haben die Betriebe, und das tun sie immer noch, in die Lehrausbildung investiert. Heute weiß man, dass man auch die älteren Mitarbeiter halten muss im Unternehmen. Das hat man erkannt. Und diejenigen, die das erkannt haben, werden Wettbewerbsvorteile haben. Und eben deshalb wird dieser Preis auch sicherlich in Zukunft noch größer werden. Gesunde Unternehmen benötigen gesunde Beschäftigte. Betriebe, die auf die Gesundheits- und Arbeitsfähigkeit achten, erhöhen dadurch nicht nur die Lebensqualität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben auch Vorteile im Wettbewerb, denn mit der Motivation der Beschäftigten wächst auch die Produktivität einer Firma. Von einem gesunden Arbeitsumfeld profitieren alle. So zum Beispiel auch die Belegschaft der Landeshauptstadt Bregenz, die in diesem Jahr mit dem Salvus in Silber ausgezeichnet wurde. Die betriebliche Gesundheitsförderung und Vorsorge ist seit jeher ein Thema und seit einigen Jahren
haben wir es eigentlich als gezielten Fokus noch geschärft, das Bild, und eine ganze Reihe von Aktionen gestartet, die einen unheimlichen Zuspruch haben. Und das sind natürlich die, möchte ich sagen, konventionellen Maßnahmen, also die Unterstützung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, aber darüber hinaus, angefangen von Yogakursen über, weiß der Teufel, Laufgruppen und so weiter und so weiter. Also einfach, um den Mitarbeiter zu motivieren, da die Gesundheit ernster zu nehmen. Und der Grund, wieso wir es tun, der liegt auf der Hand. Ein gesunder Mitarbeiter ist ein besserer Mitarbeiter, und wenn es gelingt, über die Bewegung, über die Gesundheitsförderung auch die Motivation zu stärken, dann kann man die Kraft des Unternehmens, und die Stadt darf man mit seinen 480 Mitarbeitern auch als Unternehmen sehen, verdoppeln und quadrieren. Es wird unheimlich gut angenommen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und das bestärkt uns, die Kräfte noch weiter zu bündeln, und wir wollen das jetzt in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr bereits in ein Gesamtkonzept gießen und dann noch koordinierter, noch konsequenter und noch zielgerichteter anbieten. Es ist ein toller Erfolg, dass wir vor allem im ersten Anlauf Salvo Silber gleich erreicht haben. Und es zeigt uns, dass das, was wir anbieten, auch Anerkennung verdient. Wir versuchen jetzt, also über das Salvo Silber, die Gesundheitsförderung in eine Struktur zu bringen und nachhaltig zu verankern, Beteiligung in der Mitarbeiterschaft, in der Belegschaft zu erwirken, weil wenn sie mitgestalten, auch bei der betrieblichen Gesundheitsförderung, bei dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz, dann ist es noch nachhaltiger. Sportaktionen, der Gesundheitstag, wo wir auch die Zugänge zu gesundheitsfördernden Maßnahmen noch niederschwelliger machen. Wir haben städtische Impfaktionen, wir bieten Skitage an, die Personalvertretung macht tolle Aktionen für die Mitarbeiterinnen. Aber es geht auch darum, das Gesundheitsbewusstsein zu erhöhen. Also wer gesund lebt, kann auch am Arbeitsplatz mehr einbringen. Aber nicht nur in Bregenz, auch am Fuße des Kummenbergs, genauer gesagt bei der Firma Eisbär, wird großen Wert auf gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt. Auch hier dürfen sich die Verantwortlichen auf die Auszeichnung mit dem Salvus in Silber freuen. Also grundsätzlich machen wir schon seit einigen Jahren immer wieder kleinere Projekte, und das hat sich einfach mit der Zeit immer strukturierter ausgebaut. Der Hauptbeweggrund ist natürlich, dass wir nachhaltig bessere Lebens- und Gesundheitsqualität unserer Mitarbeiter bieten möchten, und wir denken, dass wir damit einfach einen kleinen Beitrag leisten können für die Zukunft. Wir haben täglich frisches Obst, wir haben einen liftfreien Tag gebaut, wir machen einen Fahrradservice, ein Fahrsicherheitstraining, zum zweiten Mal schon ein Seminar Timeout statt Burnout. Wir haben vor, einen Kochkurs machen, dass man einfach am Vorabend gesunde Sachen vorkocht, um in der Mittagspause da essen. Wir haben ein Heilfasten gemacht, und bei uns kriegt jeder einen höhenverstellbaren Tisch, der das möchte. Wir haben die ganze Produktion auf LED-Lichter umgestellt, weil es einfach feiner und herrlich ist zum Schaffen. Ja, und schauen wir, was sich so schnell als ergibt. Das Vorarlberger Gesundheitsgütesiegel Salvus zeichnet alle zwei Jahre Betriebe aus, die sich aktiv um die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders verdient machen. Alle Unternehmen, welche mindestens 3 Mitarbeiter haben, können das Gütesiegel beantragen. Die Auszeichnung gilt dann jeweils für 2 Jahre. Infos gibt es unter www.salvus.at. Wenn's weh tut, 1450 für die schnelle und unkomplizierte medizinische Hilfe am Telefon. 1450, die kostenlose Gesundheitsnummer, bietet 24 Stunden am Tag kompetente Auskunft für alle Fälle. Egal ob gesundheitliche Probleme am Wochenende oder plötzlich auftretende Symptome. 1450, die qualitätsgesicherte medizinische Telefonauskunft, klärt auf, hilft, gefährliche Symptome richtig zu interpretieren und erspart somit unnötige Wartezeiten in den Ambulanzen oder Arztpraxen. Wenn's weh tut, 1450. Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Banken. Innerhalb eines Jahres haben wir 6.820 Privatkredite für persönliche Anschaffungen ermöglicht. 4.792.000 Euro an Unterstützungen für Vereine, Schulen, Kulturbetriebe und Soziales ausbezahlt. Das und noch einiges mehr haben wir mit unseren 3.261 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht.
Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Banken. Gesucht, die Miss Vorarlberg 2017. Wer wird Nachfolgerin von Selma Samardzic und ergattert sich das begehrte Krönchen? Mit Ländle TV sind Sie hautnah mit dabei. Wir berichten am Freitag, den 28. April ab 19.20 Uhr live vom Eventschiff MS Sonnenkönigin und übertragen die Missengala österreichweit ins TV sowie im Livestream auf Voll.at. Die Miss Vorarlberg-Wahl 2017 live auf Ländle TV. Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Versicherungen. Innerhalb eines Jahres haben wir 31.720 Vorarlberger Haushalte und Gebäude wieder instand gesetzt. 1.567.000 Euro an Unterstützungen für Vereine, Schulen, Kulturbetriebe und Soziales ausbezahlt. Das und noch einiges mehr haben wir mit unseren 809 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht. Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Versicherungen. Regen ist wichtig für die Natur, aber auch Regen kann Spaß machen. Kachelmann-Wetter und Ländle TV wollen das dichteste Wettermessnetz mit Regenmessern in Vorarlberg aufbauen. Dazu suchen wir aus jeder der 96 Gemeinden eine wetteraffine Person, die von uns mit einem Gratis-Regenmesser ausgestattet wird und uns täglich die Daten per Mail übermittelt. Es regnet hier hinein, da wird der Regen aufgefangen und dann ablesen, wie hoch die Regenmenge ist und dann an uns melden. Es würde uns freuen, wenn Sie daran interessiert sind und uns Ihre Daten melden. Wir suchen, wie gesagt, das dichteste Wettermessnetz in Vorarlberg. Das ist ein richtiger Rekordversuch, zusammen mit Ländle TV und Kachelmann Wetter. Sei auch du ein Teil vom dichtesten Regenmessnetz Vorarlbergs. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Lust auf mehr Bewegung mit Freunden um die Wette radeln, nebenbei das Klima schützen und ganz nebenbei noch ganz einfach einen Überblick über deine geradelten Kilometer bekommen? Oder möchtest du einfach nur die Förderung des Radverkehrs unterstützen, indem du mit deiner Teilnahme dem Radfahren mehr Gewicht gibst? Dann mach mit beim Radius Fahrradwettbewerb 2017. Bis zum 30. September werden wieder fleißig Kilometer gesammelt. Einfach anmelden unter www.fahrradwettbewerb.at und dann mit der gratis Radius-App den Überblick behalten. Expert Janetz, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Expert Janetz in Rankweil, Ringstraße 26. www.janetz.com. Auch in dieser Woche darf Andreas Seeburger wieder eine interessante Persönlichkeit in der Gondel am Muttersberg begrüßen. Ich wünsche spannende Minuten mit der Sendung Ustergondel. Da ist sie schon. Ich bin da! Ja, super, sie ist da. Guten Frau Tag. Frau Dr. Wisch und Weg, ja. Habe ich da gelesen. Ja, Dr. Super. Wow, jetzt habe ich Ufer gefunden. Ufer gefunden? Ja. Und jetzt werden wir noch einmal noch mehr Ufi finden. Müssen wir jetzt da mit der Bahn? Jetzt gehen wir in die Gondel. Wow. Bitte schön. Ich hebt mich. Aber die Gondel schon. Ja, die haben wir speziell also mit ein paar Schrauben, also das hebt alles. Nicht, dass es ja, aber trifft. Ja. Kein Problem. So, jetzt okay. Kommen wir da rein. Ja. Super. Ja, super. Sollen wir mal so reinhocken? Ja, jetzt hocken wir da so einfach her. Jawohl, genau. Ja, jetzt haben wir sie endlich da, die Frau Doktor, jetzt muss ich nochmal schauen, Frau Doktor Frieda Wisch und Weg. Mhm. Gut angekommen, hat alles geklappt? Alles super, super. Ja? Ja, bin also super. Und was tun wir jetzt da? Ja, jetzt tun wir mit der Bahn auffahren. Ja, okay. Schön, gell? Und haben Sie noch zum Tour im Bludenz nachher? Nein, ich habe heute keine Visite. Keine Visite? Nein. Wo ganz normal Visite? Im Bludenz, im Spital. Das müssen wir noch sehen. Ja, da unten, gell? Ja, genau. Dort kommen wir immer am Mittwochnachmittag. Mittwochnachmittag? Ja. Und dort sind Sie mit einem unsäglichen Humor unterwegs, die Klinik-Clowns. Ja. Und es freut mich ganz besonders, dass du da bist, Brigitte. Es hat endlich geklappt. Lang haben wir es ja schon geplant. Zuerst Näsli auch. Ja, danke. Du hast gesehen, Visite. Das ist aber, glaube ich, nicht immer so einfach, gell? Ja, mal, es ist schon einfach. Aber halt,
ja, Hirndl ist einfach und Hirndl ist es nicht so einfach. Ja. Aber es ist immer schön. Ja. Wir haben es jetzt gerade gemerkt, wo wir bei den Vorclips waren, zum Einstieg da jetzt in Gondel. Du hast da ein paar Gäste unterhalten oder einfach plumps auf sie zugegangen, ohne dass die wissen, was mit ihnen geschieht eigentlich. Ja. Und der blödste Blödsinn und die haben gelacht. Mhm. Und das war bei der Mitarbeiterin genauso und beim Clemente, beim Maschinist war auch so. Ist das immer so der Fall oder tut man sich auch hier und da schwer? Ich denke mir jetzt, wenn es gerade so Kinder sind oder so. Ja, hier ist der Einstieg ein bisschen schwerer, bis sie so frei sind und nachher lachen. Ja. Aber unser Ziel und unsere Aufgabe ist ja, dass wir Lachen hinbringen und das funktioniert eigentlich. Die Klinik-Clowns, die Idee, wie steht das? Kommt von Amerika, ja. Das war ein Arzt, der das erfunden hat und ist mittlerweile weltweit. Wie lange bist du schon dabei, Brigitte? Klinik-Clowns gibt es seit 25 Jahren. Nein, ja, 23 Jahre. Ja. Und ich bin seit 20 Jahren dabei. 20 Jahre machst du das schon? Muss man da so eine Aufnahmeprüfung machen und da vorblödeln? Oder wie könnt ihr ein Klinik-Clown werden? Hätte ich Chance dazu? Kann das jeder machen im Alter oder so? Ja. Dankeschön. Mal. Es ist halt wichtig, ist es einfach, dass man spontan ist, dass man Einfühlungsvermögen hat, dass man wirklich schnell auf die Leute zugehen kann und mit der Situation umgehen kann. Ja, also mal die Leute sowieso mögen, jeder Mensch ja, mögen. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Ja. Und du hast dann gesehen, die Büchse offen machen, also die Seele offen machen für das. Mhm. Naja gut, ich habe vorher Kinder angesprochen, aber es werden Erwachsene genauso oft einmal. Mhm. Und du hast gesehen, die machen Kinder, Erwachsene, Jugendliche, ältere Personen und so. Da sind oft so doch ein bisschen schlimmere Sachen dabei. Wie gehst du damit um? Ja, da ist einfach die Nase ist einfach ein bisschen Schutz. Okay, das alles klar. Das ist einfach so. Ja. Ich meine, es beschäftigt dich schon daheim ein paar Sachen, aber grundsätzlich ist das ein bisschen Schutz und du bist in der Clownrolle und du kriegst den Lacher zurück und das ist eigentlich Dank nur. Ihr seid wie viele Leute in Vorarlberg? 13 Clowns sind wir. 13 Clowns in Vorarlberg und ihr habt euch auf die Krankenhäuser in Vorarlberg spezialisiert. Das ist im Bludenz da, bei uns immer Mittwochnachmittag. Ja. Und das Feldkirch. Feldkirch ist Dienstag Kinder und Erwachsene am Donnerstag. Ja. Und Dorabera, Brägerz, Hohenems und Rankwil. Wie gehen Erwachsene mit dem um, wenn ein Erwachsener vor ihnen da rumblödelt und sie zum Lachen bringen will? Ja, bei den Erwachsenen ist es ein bisschen sensibles Thema, weil sie einfach auch wirklich teilweise schwer krank sind. Und dass man dort reinkommt, muss man extrem feinfühlig sein. Hinter funktioniert es. Meistens bringen wir eher eine Energieblume. Ja. Energieblume? Was ist? Weil das sind spezielle Blumen. Ach, das ist eine Energieblume. Und da drinnen ist die Energie. Okay. Sie verfallt immer gern. Aber so habe ich die auch kennengelernt. Das darf man ja auch sagen. Du bist beim Kinderflugtag mit deinem Team dabei gewesen. Zwei oder dreimal, glaube ich, war das. Und das war auch sehr, also für mich, wahnsinnig zum Sachen. Vor allem faszinierend immer wieder, es funktioniert ganz einfach. Mhm. Ja, es funktioniert und das ist das ganz Schöne. Funktionieren sollte auch jetzt für Sie ein toller Gewinn, den es wieder gibt bei Muttersberg und Valentina seht euch, wie er zu dem kommt. Boah, ist das kalt, aber quellfrisch auf 14.01. Wenn ihr das so genießen möchtet, dann schreibt da jetzt einfach eine E-Mail an alpengasthof@muttersberg.at und könnt einen Gutschein gewinnen für eure ganze Familie, Essen und Trinken, Berg- und Talfahrt. Ich wünsche euch viel Glück und probiere jetzt für euch. Kalt, aber gut. Wir sind wieder in der Gondel und die Brigitte ist da. Der Klinik-Clown oder Clownin, sieht man Clownin? Clownin, ja. Clownin, sieht man, gut. In unseren Zeiten muss man ja auch eine Clownin machen. Brigitte, noch einmal zu der Geschichte der Seele, die du ja berühren möchtest, die Klinik-Clowns berühren möchten. Die Kindergeschichten. Ich stelle mir da ganz heiße Sachen vor, Krebs. Die Kinder wissen teilweise schon, dass sie nicht mehr lang leben werden. Was machst du mit denen? Mach einmal was. Wir kriegen da Informationen von der Krankenschwester, was für Kinder das da sind und was sie haben. Und dann gehen wir in das Zimmer und dann schauen wir,
was tut das Kind gerade, in welcher Situation ist es, und dann steigen wir über das Thema hin. Mhm, okay. Also wir machen nicht, wir haben nicht Programme. Ja, das geht kaum. Ja, oder? Und das eine Kind lässt sich leichter rauslocken und das andere tut sich ein bisschen schwerer. Aber wir schaffen das. Meistens. Mit viel Humor und großer Stärke machen wir jetzt einen ganz harten Break. Ja. In die privates, die weitere Berufung, so muss man sagen. Mhm, sie ist Klinikclownin und Schiffskapitänin. Ja. Herrgott, erzähl Mädchen, wie kommst du zum Schiff? Ich meine, ich weiß es schon, aber. Das ist eine gute, ja, ist eine gute Frage. Schon? Ja, aber eigentlich bin ich durch einen Mann dazugekommen. Ja. Der ist Kapitän. Ja. Und nachher haben wir angefangen, haben wir miteinander Bootsschule aufgebaut. Die Bootsschule, darf man sagen, ist in Fußsach. Mhm. Und das Witzige daran ist, ich habe das mal irgendwo mitgekriegt, das ist ein Verein, oder? Also so ein Schiffsverein auch dran. Ja, das ist halt dort, wo wir unser Boot haben. Das ja, ist ein Verein. Ja. Mhm. Und das ist der kleinste Verein und sind so aktiv. Wir sind ja schwer aktiv, oder? Ja, mal. Was, bei euch kann man Bootsausbildungen natürlich machen, ja, und so weiter. Aber wir sind kein Verein in dem Sinn, sondern wir sind eine Firma. Ach so, und das auch noch? Ja. Also, ja, Beruf, ja. Berufung. Ja. Also, wir oben kann man Bootsausbildung machen, also man tut ein Segelboot, das Küstenbrennen kann man machen, ja, und Bootsvermietung. Und das haben wir auch noch. Ja. Und du bist schon mit deiner Mama fest dran. Ja. Das war noch ganz kurz jetzt ein Einblick in die zweite Berufung. Mhm. Ich bedanke mich herzlich, dass du mit dabei warst, liebe Brigitte. Danke. Liebe Grüße an dein ganzes Team. Toi, 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 viel Nervenkraft und viel Freude vor allem. Ja. Und dir und deinem Mann auf See, was sieht man da? Ahoi. Ja, Schiff ahoi. Schiff ahoi. Schiff ahoi. Genau. Der Firma, weil sie so nett war. Jetzt ist sie wieder in der Rolle, jawohl. Ja. Danke, wir sind schon in der Bergstation angekommen. Und bevor es jetzt rund wird und dunkel wird, müssen wir dem Kameramann sagen, danke. Tschüss. Jetzt wird er wieder nervös. Ciao. Ja, okay. Es ruckelt schon wieder. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Gächter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche eine schöne Zeit. Der Albergtunnel ist vom 24. April bis 2. Oktober wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. In dieser Zeit können Pkw, Busse, Motorräder und regionale Lkw über den Albergpass ausweichen. Die großräumige Umleitung führt über Deutschland und die Schweiz. Asfinag, wir bauen, damit Sie sicher ankommen. Alle Infos zu den Ausweichrouten finden Sie auf asfinag.at. Meine Berater im Textvertrieb wissen genau, was ich mag und informieren mich auch über Monatsangebote. Einfach praktisch, wenn man nur noch einräumen muss und keine Zeit zum Einkaufen braucht. So habe ich einen perfekten Singlehaushalt. Sicherheit gibt auch die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Egal ob Kabel, Satellit oder Sky, wir stellen Ihr Fernsehbild für Sie richtig ein. Vom Arlberg bis zum Fender bringt das schärfste Bild dahinter. Kontaktieren Sie Jürgen Satz bei Bild- oder Einstellungsproblemen. www.jürgen-satz.tv. Du hast einen neuen Laptop gekauft. Du warst im Spanienurlaub. Du hast ein neues Smartphone. Schick deine Rechnung einfach an Antenne Vorarlberg. Per Post, mit einer Brieftaube oder einfach den Rechnungsbetrag auf Antenne Vorarlberg.at eintippen. Und jeden Morgen um 7 Uhr Antenne Vorarlberg einschalten. Antenne Vorarlberg! Hörst du deinen Namen und rufst du uns sofort zurück? Dann zahlt Antenne Vorarlberg deine Rechnung. Juhu! Die neuen Fußballartikel sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball.
Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sports hier auf Lände TV. In dieser Woche mit Fußball Total. Starten werden wir dabei in der Regionalliga West. Der VfB Hohenems hatte Heimrecht. Im Herrenriedstadion ging es gegen Wörgl. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Admiral. Verkehrt die Fußballwelt im Herrenriedstadion nicht. Die aufgrund der letzten Ergebnisse favorisierten VfB-Kicker nahmen mit Spielbeginn das Heft in die Hand, sondern die Gäste aus Tirol. Der SV Wörgl spielte flott und frech drauf los, versteckte sich nicht, hatte mehr von der Partie, ohne dabei aber zu zwingenden Torschüssen zu kommen. Die Tiroler Offensive war am 16er mit ihrem Latein am Ende. Einzige wirklich gefährliche Aktion in der 31. Spielminute, dieser Freistoß von Ünal. Doch der Wörgler Goalgetter fand den VfB-Keeper Erlacher, der seinen Kasten sauber hielt, seinen Meister. Dies war jedoch ein Warnschuss zur rechten Zeit für die Spiegeltruppe, die ab diesem Zeitpunkt besser ins Spiel kam und in der 41. Spielminute mit 1:0 in Führung ging. Akildis zirkelt aus halblinker Position diesen Freistoß ideal in den Wörgler Strafraum. Metzler ist mit dem Kopf zur Stelle und erzielt den 1:0 Pausenstand. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich dann das Bild. Die Hohenemser drückten aufs Tempo. 50. Spielminute, der agile Akildis auf Özüya, der läuft noch ein paar Schritte und drückt ab, scheitert aber an Wörgl-Keeper Heider. So bleibt es weiterhin beim 1:0. 2:0 heißt es dann aber kurze Zeit später in der 64. Spielminute. Weiter Abschlag von Erlacher auf Özüya, der mit diesem Zuckerpass Akildis lässt sich die Chance nicht entgehen und schupft die Kugel zum 2:0 ins Netz. Damit ist zumindest eine Vorentscheidung gefallen. Die Wörgler können nun nicht mehr zusetzen, vielmehr drängen die Grafenstädte darauf, den Sack endgültig zuzumachen. Chancen eröffnen sich dabei fast im Minutentakt. In der 77. Minute ist es dann soweit und wieder hat Özüya seine Beine im Spiel. Pass auf Yogi Klammer, der fackelt nicht lange und schupft die Kugel direkt über Wörgl-Keeper Heider zum 3:0 in die Maschen. Damit ist das Spiel endgültig entschieden, der 5. Sieg in der 5. Frühjahrspartie endgültig in trockenen Tüchern. Vielmehr setzen die Emser zum Schluss noch einen drauf, schneller VfB-Konter in der Nachspielzeit, Akildis uneigennützig auf Özüya und der spielfreudige Stürmer setzt den 4:0 Schlusspunkt in dieser Partie. Ja, was hat einen Unterschied ausgemacht? Sicher der Gegentreffer da in der ersten Halbzeit, wo es nichts gekommen ist, erste Standard von der Seite einer 1:0. Bitter für uns kurz vor der Halbzeit. Ja, dann haben wir auftauen müssen und ja, kriegst du jetzt als Konter nur 3 Tore. Ja, unheimlich. Würde jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, dass wir eine gute Vorbereitung haben, gut trainiert haben immer. Und dass wir von dem jetzt noch zehren und eigentlich auch so in die Spiele hineingehen. Und heute, wie gesagt, heute war es nicht irgendeiner, wo ein unwichtiger Gegner ist, sondern ist ein direkter Konkurrent. Und deswegen war es für uns immer noch ein 6-Punkte-Spiel und so sind wir auch da reingegangen. Ja, müsste ich lügen, wenn ich sage, ich bin nicht zufrieden. Also, das Spiel ist natürlich für uns gelaufen am Anfang. Der Gegner war aggressiver im Spiel von Anfang an. Sind wir nicht so recht zu Gang gekommen mit der Spielweise von der Tiroler. Je länger das Spiel allerdings gegangen ist, desto besser hat es bei uns dann passt. Und die Automatismen haben dann gegriffen und dann war klar, dass wir das Spiel gewinnen. Wir machen gleich weiter und zwar in der Vorarlbergliga. Auch dort wurde gespielt, unter anderem beim Wälder Derby. Der FC Bizau traf dabei zu Hause auf den FC Alberschwende. Heißer Fight bei kühlen Temperaturen, das Wälder Derby in der Vorarlbergliga hatte es in sich. Vollgaskick, Emotionen pur, gleich von Beginn weg. Die Hausherren begannen wie aus der Pistole geschossen. Bereits nach 17 Sekunden kommt Kalkan zum Abschluss, findet aber in Alberschwende-Goli-Hinterecker seinen Meister.
Doch auch die Gäste verstecken sich nicht, fighten munter mit. Aufgrund des doch relativ kleinen Platzes kommt es von Beginn weg zu vielen Strafraumszenen. Weite Einwürfe sorgen zudem für viel Aufregung vor dem Bizauer Kasten. Erster Toralarm in der 9. Spielminute, Eckball Alba Schwende, Bodemann bringt die Kugel zur Mitte, Christoph Sohm drückt per Kopf ein, doch Schiedsrichter König entscheidet zu Recht auf Foulspiel des Alba Schwender Stürmers. Doch auch Bizau ist auf den frühen Führungstreffer aus, doch neuerlich kann Kalkan nicht verwerten, trifft hier nur das Außennetz. In der 21. Minute dann der Führungstreffer für den Tabellenzweiten aus Alba Schwende. Demircan mit der Kopfballvorlage für Sohm, der säbelt im ersten Versuch daneben, verwertet aber eine Berchtold-Flanke im zweiten Versuch per Kopf zum 0:1. Fünf Minuten später dann der negative Höhepunkt der Partie. Demircan mit dieser Tätlichkeit an Schwarz und Schiedsrichter König schickt den Alba Schwender mit dem roten Karton unter die Dusche. Die Geigertruppe mit einem Spiel mehr macht Druck, hat aber in der 41. Minute großes Glück, als dieser Berchtold-Freistoß vom Lattenkreuz ins Feld zurückprallt. Im zweiten Spielabschnitt drängen die Bizauer auf den Ausgleich, doch die Alba Schwender Defensive erwies sich als sattelfest und ließ keine Torchance der Heimischen zu. Vielmehr waren es die Gäste, die mit ihren schnellen Gegenangriffen die Akzente setzten. So auch in der 66. Minute. Eckball Alba Schwende, die Bizauer bringen die Kugel nicht aus dem Gefahrenbereich, Bodemann kommt ans Leder und es schlägt zum zweiten Mal bei Bizau Goli Botica. Damit ist die Partie entschieden. Die Gastgeber waren auch mit einem Mann mehr nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen. Ich meine, schlussendlich, die Mannschaft probiert alles, was möglich ist. Momentan, so ehrlich muss man sein, ist gar nicht mehr drin. Wir standen leider, muss ich sagen, zu Recht am letzten Platz. Und ja, Alba Schwende spielt es viel cleverer wie mir und wir sind bemüht, aber ich habe es eh schon gesagt, eigentlich sind wir einfach zu brav. Ja, klar ist man zufrieden, wenn man auswärts 2-0 gewinnt. Es war ein hartes Stück Arbeit, vor allem durch die Rote haben wir zu 10 gespielt über 60 Minuten und haben das super gemacht und ich glaube am Schluss war es auch ein verdienter Sieg. Ja. Fußball wurde am vergangenen Wochenende natürlich auch in der Landesliga gespielt. Auch dort stand ein Derby auf dem Programm. Der FC Koblach spielte zu Hause gegen den SK Bredries. Der FC Koblach hatte die Zügel im Landesliga-Heimspiel gegen den SK Bredries von Beginn an fest im Griff. Die Hausherren in Blau bereits in der 4. Minute mit der ersten großen Chance. Ammann plötzlich mit viel Platz, sein Schuss aber knapp am langen Eck vorbei. In der 22. Minute erneut der FC Koblach im Angriff. Madariola schlägt die Flanke von rechts. Der Ball findet den Weg zu Meier, der haut die Kugel aber in den Koblacher Himmel. Weiter also 0:0 und nun plötzlich die Gäste aus Bredries mit seinem Lebenszeichen. Beklejen mit dem guten Antritt, dann mit dem Auge für seinen Mitspieler. Kum wartet aber zu lange mit dem Abschluss und wird dann geblockt. Chance vertan also und auf der anderen Seite Koblach mit dem nächsten Eckball. Wieder kommt die Kugel gefährlich zur Mitte. Müller am Fünfer völlig blank, auch er kann den Ball aber nicht im Tor versenken. Nach gut einer halben Stunde machten die Hausherren dann aber ernst. Meier schickt Ammann tief in die gegnerische Hälfte. Ammann mit viel zu viel Platz und Ammann nutzt die Gunst der Stunde. Toller Abschluss und die Gastgeber liegen mit 1:0 in Führung. Und die Koblacher machen weiter Druck. Nur kurze Zeit später erneut der quirlige Ammann im Strafraum. Ammann trifft hier die Hand seines Gegenspielers. Der Penaltypfiff blieb aber aus. Nichtsdestotrotz die Hausherren wenig später erneut über Ammann. Dieses Mal umkurvt der Stürmer Bredries-Keeper Hele. Ammann mit der Flanke, aber Meier bringt die Kugel nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Koblach weiter aktiv und gleich mit der nächsten Chance. Nach diesem Eckball kommt der Ball zu Speckle. Auch sein Kopfball streicht aber am Tor vorbei. Auch im zweiten Abschnitt die Gastgeber das aktivere Team, Koblach in der 65. Minute mit diesem schnellen Konter. Meier schlussendlich mit dem Abschluss, Hele kann aber klären.
Nur 5 Minuten später ist dann aber auch der Schlussmann des SK Brederis machtlos. Meier lässt in dieser Szene seinen Gegenspieler ins Leere rutschen, hat dann den Blick für den freien Mann und Stark trifft zum 2:0. Dies ist gleichzeitig auch der Endstand. Ja, auf jeden Fall war das ein wichtiger Sieg, dass wir die notwendigen Punkte sammeln noch im Frühjahr. Und ich denke auch, dass der Sieg verdient war und in Ordnung geht. Was zählt im Endeffekt ist immer im Fußball die Tabelle und die Punkte, wobei wir uns eigentlich gar nicht nach der Tabelle orientieren, sondern wir möchten einfach einen guten Fußball spielen und Spaß dabei haben. Ja, ich glaube, wir waren von Anfang an präsent in den Zweikämpfen, haben uns gute Torchancen erarbeitet, waren motiviert, waren gleich auf dem Platz und haben eigentlich nichts zu dahinter. Match hätte die erste Hälfte entscheiden können, aber da haben wir leider die Chance leichtfertig vergeben. Hat aber nicht aufgesteckt und das Spiel durchgezogen und darum glaube ich verdient 2:0 gewonnen. Einen echten Fußball-Leckerbissen bekamen die Zuschauer auf dem Sportplatz an der Ratze in Rötis geboten. ÖFB-Cup-Halbfinale stand auf dem Programm und zwar bei den Frauen. Der FFC Vorderland traf dabei auf den Bundesligisten SV Neulengbach. Der favorisierte Serienmeister und Cupsieger Neulengbach drückte von Beginn weg aufs Tempo, war in Rötis auf einen frühen Führungstreffer aus. Dieser fiel dann auch bereits in der 4. Spielminute. Wucher bringt Pirecci zu Fall. Elfmeter. Sarah Wronski tritt an und verwandelt sicher zur Führung für die Gäste. Doch die Vorderländerinnen stecken nicht zurück, zeigen sich vom frühen Verlusttreffer keineswegs geschockt und kommen nur 4 Minuten später zum Ausgleich. Freistoß von links, Rauch bringt die Kugel ideal zur Mitte, die äußerst spiel- und lauffreudige Isaura Wieso wird von Torfrau Lichtenecker zu Fall gebracht. Neuerlich Elfmeter, Verena Müller tritt an und verwandelt sicher zum 1:1 Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt versuchten die Sommermädchen, mit hohem Pressing den routinierteren Bundesligisten nicht ins Spiel kommen zu lassen, was phasenweise auch sehr gut gelang. Lediglich bei Standardsituationen waren die Neulenkbarinnen immer brandgefährlich. Glück für den FFC in der 31. Spielminute. Ecke klein und der Kopfball der aufgerückten Wronski landet im Außennetz. Und nur kurze Zeit später ist es Sobotka, die nach einem Freistoß das Leder nur knapp verpasst. Somit bleibt es bis zur Pause bei einem leistungsgerechten 1:1. Knalleffekt zu Beginn des zweiten Durchgangs. Wienreuther tankt sich auf der linken Seite durch, flankt, Vorderland-Torfrau Bachmeier kann den Ball nur kurz wegschlagen, Schwarzl-Müller erbt und bringt die Niederösterreicherinnen mit 1:2 in Führung. Doch neuerlich stecken Müller und Co. nicht auf, fighten mit dem Rekordmeister mit. Eine Vorentscheidung, dann in der 65. Spielminute. Kirchmann versucht, einen gegnerischen Angriff zu unterbinden, fault Pirecci und muss mit Gelbrot frühzeitig unter die Dusche. Mit einer Frau weniger waren die Vorderländerinnen dann nicht mehr in der Lage, die Partie noch zu drehen. Vielmehr mussten die Summer Girls, die gegen den Bundesligisten eine starke Leistung erbrachten, durch einen Doppelschlag von Julia Hickelsberger und Sauer in der 86. bzw. 88. Spielminute noch eine zu hohe Cup-Niederlage einstecken. Aus der Traum für das Cup-Finale. Ja, ich glaube, wir, klar, ein bisschen eine Außenseiterrolle, wenn nur Lenkbach zu Besuch kommt, aber es geht jeder Mannschaft, glaube ich, so. Und wir haben gut mitgehalten, gut gespielt, klar, in Unterzahl 30 Minuten, lang das 2:1 gehalten und irgendwann sind sie uns dann doch drüber gefahren. Aber mit dem Ergebnis kann man, glaube ich, zufrieden sein und
mit erobernden Hauptes haben wir jetzt den Platz verlassen. Definitiv, ja. Großes Kompliment an die Mannschaft. Sie haben sich wirklich, wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, sehr aufopferungsvoll gekämpft. 30 Minuten in Unterzahl sich gegen eine Sommermannschaft zu halten, ist alles andere als einfach. Also großes Kompliment an die Mannschaft. Ja, grundsätzlich haben wir sie auf das eingestellt. Ja, es war uns bewusst. Also wir haben gegen einen starken Gegner gespielt. Muss man auch den Gegner gratulieren. Die haben da wirklich sehr positiv das Spiel gestaltet. Ja. Aber wie gesagt, wir haben das dann eigentlich ganz gut gelöst und ja, sind dann ja, Gott sei Dank ins Endspiel eingezogen. Ebenfalls Damenfußball stand am vergangenen Wochenende auch auf dem Viktoriaplatz in Bregenz auf dem Programm. Gespielt wurde in der U14-Nachwuchsmeisterschaft. Vorarlbergs U14-Mädchen trafen dabei auf Oberösterreich. Gleich von Beginn weg entwickelte sich auf dem Viktoriaplatz ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Auswahlteams. Rund 10 Minuten lang intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Kein Zentimeter des grünen Rasens wurde hergeschenkt. Die Ländle-Girls hielten gegen die körperlich überlegenen Oberösterreicherinnen voll dagegen. 9. Spielminute, Führungstreffer für die Vorarlberger Mädchen. Defensivspielerin Celine Diem erzielt aus einem 22 Meter Freistoß den Führungstreffer für die Ländle-Auswahl. Die Kerberschützlinge setzen nach, merken, dass dies ihr Tag werden könnte. 2 Minuten später beinahe das 2:0, doch Nata kommt bei einem schönen Zuspiel in die Tiefe nur ein wenig zu spät. In der 17. Spielminute ein weiterer Treffer für das Ländle-Team. Diem bringt diesen Foulfreistoß von links ideal vor den oberösterreichischen Kasten und Brunholz erhöht mit diesem Kopfball auf 2:0. Die Vorarlbergerinnen hatten ab der 10. Minute Gegner und Spiel im Griff, schienen einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Nach einer halben Stunde hieß es dann aber plötzlich nur noch 2:1. Ein weiter Freistoß von links segelt über Freund und Feind hinweg und die freistehende Eisner drückt das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Knapp vor der Pause dann noch beinahe der Ausgleichstreffer. Der Freistoß von Rumitzhofer prallt vom Quergebälk ins Feld zurück. Somit bleibt es bei der durchaus verdienten Führung für die Vorarlberger U14. Hinein in den zweiten Spielabschnitt. Die Oberösterreicherinnen kommen gestärkt aus der Kabine und bereits nach 7 Minuten der Ausgleich, neuerlich aus einem Standard. Nach diesem Freistoß von rechts ist es Felber, welche die Kugel zum 2:2-Ausgleich ins Netz buxiert. Nun sind es die Gäste, die das Spiel kontrollieren. Die Matchuhr zeigt die 57. Spielminute. Eckball von der linken Seite und die beste Spielerin am Platz, Oberösterreichs Kapitänin Felber, bringt ihre Farben per Kopf erstmals in dieser Partie in Führung. Die Vorarlberger Auswahl war ob der Gästeführung ein wenig geschockt, konnte vorerst nicht mehr zusetzen. In den letzten 10 Minuten versuchten Brunold und Co. dann nochmals alles, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Doch der entscheidende Treffer gelang neuerlich den Gästen. In der Nachspielzeit ist es einmal mehr Eisner, die aus rund 20 Metern abzieht und zum 2:4 Endstand trifft. Unglückliche Niederlage also für die Ländle U14 in einem Spiel mit zwei komplett verschiedenen Spielhälften. Während in Halbzeit 1 die Vorteile bei den Vorarlberger Mädchen lagen, drehten die Oberösterreicherinnen das Spiel im zweiten Spielabschnitt zu ihren Gunsten. Ja, wir haben eigentlich ganz gut begonnen. Die ersten 10 Minuten haben dann 2 Freistoßtore bekommen, waren 2:0 hinten. Nach der Anfahrt von 6 Stunden war mir ein mulmiges Gefühl, aber das Spiel nachher war ganz gut. Haben dann zum Glück das 2:1 geschossen, einen Lattenschuss noch vor der Halbzeit und dann zweite Halbzeit, glaube ich, war es ganz verdient dann. Der Sieg, also wir sind wirklich glücklich und ob die Leistung von beiden Mannschaften war ganz okay. Also wir haben eine ganz junge Mannschaft und wir waren einfach körperlich unterlegen und ja, war glaube ich einer der Gründe. Ja, die erste Halbzeit haben wir sehr gut begonnen, konnten durch 2 Standardsituationen 2:0 in Führung gehen und dann haben wir kurz vor der Halbzeit haben wir den Anschlusstreffer bekommen und da war unsere Mannschaft ziemlich geknickt, das habe ich in der Kabine gemerkt. Und wir wollten nachher offensiver spielen und das Spiel von außen
gestalten, aber die Oberösterreicher waren uns einfach in den Zweikämpfen überlegen und die hatten einige Spielerinnen, die einfach von uns nicht zu neutralisieren waren. Und am Schluss ging das Ergebnis auch in dieser Höhe von 2-4 in Ordnung. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem weiteren Studiogast und zwar im Rahmen unserer Serie Vorarlberg Liga Spezial. Wen wir heute begrüßen dürfen, das sehen Sie gleich. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Mit dem Obmann des FC Bizau, Josef Gräber, dürfen wir einen weiteren Studiogast bei uns begrüßen. Hallo Josef, servus, grüß dich. Servus Helmut. Josef, in der abgelaufenen Herbstsaison lief es trotz namhafter Verstärkungen nicht so richtig rund bei euch, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben eine gute Truppe, aber schlussendlich, die Vorarlberg-Liga ist einfach Hängeliga. Und wenn da nicht alle 15 Mann, die vom Platz sind, beziehungsweise auf der Bank gucken, nicht jeder alles gibt und das Beste gibt, dann wird das halt bei Ingen spielen, dann verliert man Ingen spielen. Das ist eigentlich auch nachher auch der Grund gewesen, ja, warum wir viele Spiele knapp verloren haben. Und ja, und dann, was am Herbst rausgekommen ist, immer eh gesehen, mit dem sind wir einfach nicht zufrieden gewesen. Und ja. Jetzt hat sich über Winter bei euch einiges getan, nicht nur kadermäßig, auch einen neuen Feldherr gibt es. Der neue Trainer bei euch ist ein alter Bekannter, Ralf Jeff Geiger. Ja, der Jeff, wie gesagt, wir sind mit der Arbeit vom Hakan sind wir eigentlich zufrieden gewesen, weil in meinen Augen hat der Hakan, mit dem es also im Herbst nicht so gut gelaufen ist, eigentlich nicht unbedingt der Hauptanteil, sondern haben wir die Mannschaft auch immer an der Nase näher. Aber trotzdem ist der Trainer eigentlich das schwächste Glied. Und ja, wir haben uns entschlossen, dass wir in der Frühjahrssaison mit dem neuen Trainer gehen. Oder Gau Wind. Und ja, da ist der Chef ist auf dem Markt gewesen. Und ihn davon überzeugen können, dass er einmal in Woldie kommt. Und der Wolde ein bisschen besser kennenlernen da. Nee, wir sind auch stolz als Chef, dass er uns okay gegeben hat, dass er mit uns Zimmer arbeiten will. Und der Chef ist einfach ein routinierter Vorarlberg-Liga-Trainer. Und ich glaube, dass wir das in der Situation, wo wir jetzt momentan sind, auch in Zukunft draussen brauchen. Mit welchen Zielen geht der FC Bizau ins Frühjahr? Ja, Ziele. Da muss man bloß den Tabellenplatz anschauen. Ich glaube, dann sind Ziele eigentlich klar. Wir wollen unbedingt die Liga heben. Und ja, wir wollen einfach eine gute Frühjahrsrunde spielen. Jetzt gibt es beim FC Bizau auch 8 Nachwuchsmannschaften. Welchen Stellenwert hat der Nachwuchs bei euch? Ja, die 8 Nachwuchsmannschaften sind nicht alle vom FC Bizau. Da haben wir mit dem VfB Bizau, mit dem FC Mellau, haben wir da das FNZ Hinterwald, heißt das, wo wir da die 8 Mannschaften betreuen tun. Da sind alle 3 Gemeinden sind 180 Nachwuchsspieler. Und wie gesagt, da tun wir alle 3 Vereine schaffen da mit. Und das Ziel ist natürlich, zum schauen, dass man die Nachwuchsspieler auch in die jeweilige Kampfmannschaft einbringt. Oder? VfB Bizau erste Landesklasse, der FC Mellau spielt in der 4. Landesklasse, mit der Vorarlberg-Liga. Und ja, ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Das Tröpfle, das VTC Aachen, der Klint Tröpfle. Das Ziel ist einfach jedes Jahr, zum schauen, dass man 1-2 Spieler, junge Spieler, Nachwuchsspieler, Möglichkeit gibt, um mit der ersten Kampfmannschaft auf Fuß zu fassen. Also das Forcieren des eigenen Nachwuchses, eine schlagkräftige Vorarlberg-Liga-Mannschaft als Aushängeschild, darauf wird also beim FC Bizau in den nächsten Jahren großen Wert gelegt. Ja, das wird Wert gelegt. Also wir möchten in der Vorarlberg-Liga bleiben, sicher nicht mit allen Mitteln, aber ja, wie gesagt, der Vorarlberg-Liga in dieser Form mit 16 Mannschaften ist einfach die attraktivste Liga. Und ja, es ist unser Ziel, um da dabei bleiben, auch um dem Nachwuchs eine Perspektive bieten. Josef, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit dem FC Bizau. Alles klar, Helmut, danke. Danke. Das war's schon wieder vom Sport für diese Woche hier bei uns auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten und dabei sind. Bis dann.